Hallo meine Lieben und willkommen auf Herzenswunsch. Heute gibt es ein neues Video. Ja? Vivi ist wieder mit dabei, neben Geräusche spielen und sowas. Und zwar gibt es einen H&M Haul. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. Herzenswunsch! Ich habe zwei Bestellungen hier, noch eine ältere. Ich habe was für den Frühling eingekauft. Meine beiden Kinder sind jetzt aus ihrer Größe rausgewachsen. Ich habe schon ein bisschen vorausschauend gekauft und auch ein bisschen, ja, einfach Basics. Bei dem Kleinen habe ich mir vorgenommen, diesmal viel zu nähen, aber viel zu nähen schaffe ich auch nicht. Er hat ja auch noch ein paar Kleidungsstücke von seiner Schwester, deswegen brauche ich gar nicht so viel für ihn. Aber es ist für beide Kinder natürlich was mitgekommen. Für die Motti natürlich eher wenig mehr, weil wir haben ja kein größeres Kind als Motti. Motti ist die Erstgeborene, deswegen kriegt sie Sachen gekauft. Ja, lasst uns mal anfangen, meine Lieben. Übrigens habe ich auch noch was für mich bestellt. Das weiß nicht, vielleicht habt ihr Interesse daran. Dann zeige ich euch ein paar Kleider, die stillfreundlich sind. Aber vielleicht wird das eher ein Try-on-Haul. Dann sind wir auch schon bei Basics. Ich habe ein Pack Tops gekauft. Das kann die Motti, das ist schon Größe 110, 116. Also sie wächst jetzt aus der 104 wirklich raus. Sie ist schon 103 cm groß. Also war sie bei den letzten U-Untersuchungen. Das sind Spaghetti-Tops. Da dachte ich, die kann sie jetzt als Unterhemden anziehen und dann im Hochsommer dann wirklich als Tops. Die sehen jetzt nicht aus wie Unterhemden. Die sehen wirklich, die sind auch als Tops gekennzeichnet. Einmal so, ja, mit so einem Tupfen-Puck-Muster. Dann einmal in ganz normal rosa und einmal richtig süß mit so Häschen. Genau, das ist für die Motti. Dann kam einmal Söckchen für den Kleinen mit in Größe 19 bis 21. Der hat wirklich jetzt schon Schuhgröße 19, der ist wirklich groß. Also der ist ja schon groß aus dem Bauch gekommen. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Socken von Motti sind. Ich weiß es echt nicht, die sind irgendwohin verschwunden. Also ein so ein Pack mit beige, grau, braun. Ja, einfach diese Farbpalette. Ich mag eigentlich Socken schlicht, manchmal auch bunt, je nachdem, was ich finde. Aber irgendwie verschwinden die. Ich habe alles wirklich sein feinsäuberlich da, aber Socken, keine Ahnung, wo die alten Socken von Motti sind. Ja. Und ich hoffe ja, dass es bald wieder Frühlingswetter gibt. Dann habe ich schon in Größe 86 mitgenommen. Der Kleine trägt jetzt 80, aber so Oberteile kaufe ich auch schon mal eine Größe, weil man die einfach die Ärmelchen umkrempeln kann. Ja, hier so Strickjäckchen mitgenommen. Die finde ich immer super, auch im Sommer zum Überziehen. Einmal halt, das war ein Doppelpack in Grau, einmal in Dunkelblau. Ja, da hatte ich von Motti, weiß gar nicht, ob ich da was hatte. Und wahrscheinlich ist es dann wahrscheinlich sehr, sehr pinky und sehr, sehr, ja, sehr pink. Im Moment trägt er in Größe 80 die pinken Pullover seiner Schwester. Ah, nee, das ist wirklich Größe 80. Ist nicht 86, aber ich glaube, das war irgendwie im Sale. Ja, auf jeden Fall Zweierpack. Die hier, die können wir dann auch gleich schon durchwaschen. Dann kann er die auch anziehen als Pullover. Oder dann, wenn es auch ein bisschen wärmer wird, zum Überziehen. Ich habe überhaupt nicht irgendwie so großartig Jacken für die Kinder. Also im Frühling wirklich so Strickjäckchen finde ich immer am besten. Ja, dann habe ich auch schon ein paar Sachen für den Kleinen für Sommer mitgenommen. Die waren aber einfach im Sale, deswegen habe ich sie mitgenommen. Also nicht wundern, dass ich jetzt Sommersachen kaufe. Genau, das ist jetzt nämlich Größe 86 schon und das sind Shirts. Einmal das hier mit so Tieren, mit Giraffen, Leoparden, Koalas. Finde ich richtig schön. Und einmal so in hellbraun, einmal in gestreift. Kurze Hosen werde ich dann selber nehmen, weil in Pumphosen nehmen bin ich jetzt schon gut. Und kurze Pumphosen kann man auch super nähen. Ja, aber so Shirts nähen dauert bei mir ein bisschen länger. Und ja, ich bin halt nicht so geübt und habe auch nicht so viel Zeit. Deswegen kaufe ich einiges und einiges nähe ich selber. Jetzt habe ich auch schon ganz viele Pumphosen und Latzhosen in Bearbeitung. Dann kamen noch ein paar Langarm-Shirts mit in Größe 86. Also die habe ich jetzt größer gekauft, damit er die hoffentlich zum nächsten Herbst auch noch tragen kann. Und zwar in diesen hier in diesem Senfgelb, hier mit so einer Knöpfung, ganz süß. Ist so ein bisschen gerippter Stoff. Ist auch wieder ein Dreierpack.
Dann in diesem eher rostigen Ton. Nee, ist ein Zweierpack. So. Dann nochmal so Ripshirts. Hier in Beige. Und die sind auch super elastisch. Fühlen sich super toll an. Auch schon vorausschauend gekauft. Und da dachte ich auch, dass die super sind. Auch jetzt schon mit gekrempelten Ärmeln, um die unter die Latzhosen und unter die Schrampler zu ziehen. Dann in so einem Braunton. Dann habe ich noch ein Packsöckchen und die sind hier auch schon alle mit Stopperzeug, also in so Mint, hellblau und auch wieder in braun. Dann habe ich hier einmal das hier mitgenommen, süß mit diesem Bärchen, auch schon Größe 86 und einmal gestreift. Ich glaube, jetzt haben wir zweimal gestreift. Ne, einmal war es ein Shirt. Hat lange am Shirt, finde ich jetzt ein bisschen besser, als jetzt noch dicke Pullis zu kaufen. Dicke Pullis habe ich, wie gesagt, nicht gekauft, nur zwei Strickjäckchen. Jetzt zieht er wirklich die Pullis von seiner Schwester an. Und wenn es dann wärmer wird, kann er die Langarm-Shirts anziehen. Ja, in Größe 86 habe ich auch gar nicht mehr so viel Langarm-Shirts, weil da war die Motti schon größer. Sie war jetzt in der Größe, in 80, war sie schon fast anderthalb und ging schon zur Kita. In Größe 80 hat sie teilweise mit anderthalb getragen. Die war wirklich sehr klein. Und dann war das auch viel mehr verbraucht, weil sie viel mehr draußen rumgelaufen ist, gespielt hat mit Größe 80, dann ging sie ja auch schon in die Kita. Also er hatte gestern Pulli an von ihr, da weiß ich, da war sie in der Kita mit anderthalb. Also die Kinder haben so einen großen Größenunterschied, was das Alter anbetrifft, sodass ich deswegen jetzt so viele Langarm-Oberteile gekauft habe. Und wie gesagt, dann Hosen will ich alle so selbst nähen, deswegen sind die jetzt alle ziemlich schlicht, die Oberteile, die habe ich bewusst nicht bunt genommen, weil die Stoffe, die ich zu Hause habe, sind meistens so etwas bunter und dann passt das ein bisschen besser zusammen. Und auch schlichtere Shirts und dann, ja, wollte ich dann Hosen dazu nähen. Da hatte ich noch ein Shirt gefunden, diesen Löwen, total süß. Auch in Größe 86 schon für den Sommer gekauft. Dann habe ich etwas gemacht, was ich für den Kleinen noch nie gekauft habe. Und zwar Schlafanzüge. Habe ich ihm alle von Motti noch angezogen. Aber wie gesagt... Ja, hi. Was machst du? Hi. Aber wie gesagt, die haben so einen Altersunterschied. Und ich habe keine Einteiler mehr und ich möchte ihm noch nicht so zwei Teile anziehen. Und in dieser Größe, in Größe 80, hatte Motti schon zwei Teile an, weil die einfach schon so groß war, ne? Ja, was ist denn? Deswegen habe ich von ihr jetzt nur einen Zweiteiler oder ein oder zwei Zweiteiler und nur einen Einteiler. Deswegen habe ich doch noch ein Pack Schlafanzüge bestellt. Und zwar in Größe 80, dass er die jetzt schon tragen kann. Einmal so ganz schlicht. Das war ein ganzes Pack. Ein Zweierpack. Und einmal sind hier so Mini-Löwen drauf. So Löwen und kleine Sonnen. So ganz schlicht. Ja. Und auch schon ohne Füßchen. Also Füßchen brauchen wir nicht. Vor allem, wenn er morgens noch im Schlafanzug hier rumkrabbelt und sich dann irgendwo aufstellen will, dann würde er mit dem Füßchen hinfallen. Nee, das ist ein Dreierpack, ganz ehrlich. Also hier nochmal mit Löwen drauf. Dann brauchte die Motti auch noch Schlafanzüge. Und das Problem war, dass ich irgendwie... Ich kaufe gerne diese Mehrfachpacks, weil die sind auch günstiger. Und ja, man braucht ja eigentlich immer so ein paar mehrere. Und die Motti ist aus ihren jetzt rausgewachsen aus ihren alten Schlafanzügen. Sie brauchte neue. Und ich habe bei Mädels keine vernünftigen Schlafanzüge gefunden. Beziehungsweise waren alle Mehrfachpacks schon alle ausverkauft in ihrer Größe. Da dachte ich, naja, guck mal bei den Jungs, ne? Umso besser kann dann so ein Schlafanzug tragen werden. Wer weiß, wann er mir sagt, er möchte kein Rosa mehr tragen. Ja, wer weiß, wann er mir sagt, Mama, ich habe keine Lust mehr, pinke Schlafanzüge zu tragen. Daher kam ein Schlafanzugset, einmal halt in so mit Wolken und hellblau. Einmal in so einem, ja, was ist das, Petrol. Und einmal in Beige und Wolken, also ganz schlichte Unisex-Schlafanzüge mit Wölkchen. Zweiteiler natürlich in 110, 116. Kann die Motti dann anziehen, keine kleine auftragen. Habe ich für beide Kinder ein Schlafanzugset gekauft. Dann habe ich noch einen coolen Schlafanzug gefunden, der ist für den Sommer schon für Motti und zwar Big Sister. Wollte gerne für den Kleinen auch sowas haben, gab es aber leider nicht. Das ist mit so einem Shorty. Ja. Dann habe ich noch, weil sie die Größe wechselt, musste ich auch Unterwäsche kaufen. Ich habe hier nochmal ein Pack Unterwäsche gekauft und da sind wirklich diese Mehrfachpacks wirklich gut. Da habe ich diesmal so, das zeige ich euch jetzt nicht, das habe ich diesmal so Boxerslips genommen. Weil ich glaube, dass das einfach ein bisschen gemütlicher ist, auch bei Mädels. Als immer diese schmal geschnittenen Schlüppis mit
Rand. Die habe ich schon durchgewaschen, weil die brauchte ich einfach. Das ist so dieser Trouble eines YouTubers, wenn man immer gerne noch die Sachen zeigen will, die noch nicht durchzuwaschen, bis man gedreht hat. Real life hier, liebe Leute, real life. Und dann brauchte auch Motti Socken in 28 bis Größe 30. Motti kommt jetzt in die Größe 28. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo unsere Socken verschwinden. Ist das bei euch auch? Gibt es so Sockenmonster, die kommen nachts und klauen die Socken? Die ist ein bisschen bunter geraten. Das liegt einfach daran, ich wollte eigentlich, am liebsten würde ich gerne für sie nur schwarze Socken haben. Die waren aber im Sale, also habe ich ein bisschen gespart. Und ja, sie mag das, wenn da irgendwas drauf ist. Also bei Motti kann es, glaube ich, gar nicht bunt genug sein. Spricht nicht so ganz Klamottenvorstellung. Ihr seht, für den Kleinen kaufe ich ziemlich viel Schlichtes ein. Aber die Motti mag das gerne bunt. Und ja, deswegen nähe ich für die Kinder dann auch eher was Buntes mit Motiven und so. Dann ist es auch sehr ausgewogen. Also bei Motti sowieso, die darf sich ihren Stoff einfach selbst aussuchen. Und sie sucht auch ihre Kleidung schon ziemlich selbst aus. Aber bei sowas weiß ich, dass ich ihren Geschmack treffe. Und da sind einmal so Socken mit Schmetterlingen drauf. Einmal hier so ein rosa. Dann sind hier einfach noch mehrfarbige, ganz pinke. Dann Orange-Schmetterlinge. Dann haben wir hier ganz süß so weiße mit so einem Rehkitz irgendwie drauf. Dann Einhörner, Schmetterlinge und Türkis. Und dann wieder Grau und Schmetterlinge und Schwarz und Einhörner. Oder sind das Pony? Nee, Einhörner. Also Einhörner, Schmetterlinge, Mädchentraum. Ja, dann zeige ich euch noch ein paar Sachen, die ich auch noch nicht durchgewaschen habe, aber schon länger bestellt habe. Und zwar ein Langarmkleidchen. Motti zieht gerne auch mal ein Kleidchen und Strumpfhose oder Kleidchen und Leggings an. Und das ist jetzt nicht so dick. In diesen Einhornmustern. Wir hatten schon so ein ähnliches in Kurzarm für Sommer. Das ist jetzt 110, 116, wie gesagt. Sie wechselt jetzt die Größe. Genau, einmal mit so Einhörnern. Bunt findet sie mega. Die Kleider waren übrigens auch alle im Sale, die ich euch hier zeige. Dann das hier findet sie auch super, weil das ist ja wieder was mit hier, mit Leopard. Ich weiß nicht, ob ich es immer gut fand, so diese Animal Prints bei Kindern, aber da das jetzt so ja, in diesem Malveton ist, finde ich das jetzt doch wieder kindlich. Ich mag es nicht so ganz gern, meine Kinder so, ja, so erwachsen anzuziehen. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja so diese Instagram-Bilder, wo die Kleinen so, schon so Lederjacken anhaben, schon so Babys. Ist alles Geschmackssache, kann man machen, mag ich jetzt nicht. Also meine Kinder laufen eher mit Einhörnern durch die Gegend. Beziehungsweise Motti sucht sich das auch schon selbst aus. Und ich frage sie immer, wenn ich was kaufe, ob es ihr gefällt. Wenn es ihr nicht gefällt, dann schicke ich das auch zurück. Dann etwas Einfarbiges. Dann kann man eine bunte Leggings dazu anziehen. Das ist so ein Kleid, was so ein bisschen hier am Bauch, so, wo der Rock etwas tiefer anfängt. Hier mit so Rüschen, einfach in Gelb. Ja, ganz fröhliche Farbe für den Sommer. Also das ist jetzt wirklich schon für den Sommer. Und dann noch das hier, auch für den Frühling mit langen Ärmeln. Finde ich richtig schön, diesen Ton. Und da hat sie auch gesagt, wegen diesem Kleid, Mama, dann hast du das Gleiche. Also wenn ich zum Beispiel was Geblümtes anhabe, mag sie auch was Geblümtes anhaben. Und, da, und sie hat zum Beispiel auch einen ockerfarbenen, also einen gelben Pullover. Und ich habe auch einen also gelb, so einen ockerfarbenen, so einen senfgelbfarbenen Pullover. Und wenn sie den anhat, sagt sie, Mama, ziehst du auch den gelben Pullover an? Also mittlerweile mag sie das auch mit mir so ein bisschen zu matchen. Und dann etwas, was ich im Sale bekommen habe, richtig cool, ein kleines Ballett-Verkleidungskostüm beziehungsweise ein Ballettanzug. Moment, ich muss den mal rumdrehen, weil den hat sie schon anprobiert. Motti liebt es, sich zu verkleiden, aber wir haben hier, wo wir ja, wo die Kita noch geschlossen hatte, haben wir auch ganz viel zu Tanzvideos gemacht auf YouTube und auch ein bisschen Ballett. Und da hat sie jetzt ein kleines ein Body gekriegt, das ist so ein Body, den kann man aber nicht zumachen, den muss man wirklich von unten anziehen. Der hat hier einen Arm und hier keinen Arm und mit Elsa drauf und hier schön Tütü. Genau, hier schön Tütü, da hat sich mega drüber gefreut. Meine Lieben, das war's auch schon, das ist auch mega viel. Was heißt hier, das war's auch schon, also das war echt viel. Aber wie gesagt, beide Kinder wechseln die Größe und braucht ein bisschen Kleidung, vor allem so Basics. Ja, mich würde interessieren, wie ihr das Ganze handhabt. Mögt ihr eher bunte Klamotten bei euren Kindern oder sagt ihr, nee, schlicht? Oder macht ihr das so ähnlich wie ich? Macht so ein Kombi-Mix aus ein paar schlichten Sachen,
und dann wieder ein paar bunten Sachen. Mich würde das echt interessieren. Oder macht ihr das so, dass eure Kinder einfach entscheiden mittlerweile? Also die Motti, die hat schon wirklich ihre eigene Entscheidung bei dem Kleinen. Natürlich, da suche ich noch die Sachen aus. Da darf ich mich noch total ausleben. Und ich liebe das auch, Sachen für meine Kinder auszusuchen, zu kaufen. Und das ist, ich glaube, das ist echt das Schönste auch für jede Mama, auch wenn man gerade das erste Kind kriegt, das Baby kriegt, so das allererste Anziehen. Wisst ihr, was ich meine? Man kommt aus der Klinik oder wenn man zu Hause irgendwo hat, dieses allererste Anziehen, so die Sachen, die man vorbereitet und so. Und irgendwie geht das bei mir so weiter. Ich mag es einfach, Sachen für die Kinder auszusuchen oder dann jetzt auch ein paar Sachen selber zu nähen. Wie gesagt, ich bin noch nicht so schnell und habe auch nicht so viel Zeit, dass ich jetzt alles selbst nähen könnte. Aber ja, das ist wirklich toll. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.